Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 48. Ja, zuletzt waren wir ja gerade mit Didi unterwegs und haben... Och, oh. Jedes Mal will ich den Einserschalter und... Genau, nee, jetzt treffe ich auch noch. Ja, huch. Wir haben mit Didi diesen, den Raum entdeckt, von wo aus man da hinkommt. Haben auch schon... Ach nee, ich wollte gerade sagen, haben auch mit ihm noch eine Banane eingesammelt, aber das stimmt ja gar nicht. Das Minispiel war kackt. Lieber Butzemann. Aber da konnte man auch mit Donkey noch was machen und das war jetzt der Plan. Müsste man einmal mit dem Einser... Oder kann man? Man kann das ja auch alles zu Fuß machen, aber... Wir sind ja faule Affen. Wir porten uns hier immer von A nach B nach C. So, jetzt bin ich hier. Muss ich nur noch mal rausfinden, wo das denn jetzt war mit dem. Das war hier, glaube ich, ganz oben, oder Timo? Hier? Nee. Nee. Na gut, hier ist noch so ein Gitter. Mit Chunky kann man das dann zerbashen. Ja, ich glaube, du musst noch einen weiter, genau, und dann da rein. Hier rein, alles klar. Ja, die Kamera kommt auch mit, die braucht noch eine Weile. Oh, guck mal, ein gelber Ballon. Ein gelber Ballon. Oh. Oh. Gut, wie viele Bananen haben wir mit Donkey? 70. 5 Stück noch. Und wir kriegen eine weitere Bananenmedaille. Ich weiß gar nicht, wie viele wir insgesamt haben momentan. So, Danger High Voltage, No Admittance. Also Vorsicht hier, ne? Starkstrom. Genau, Kinder, macht hier nichts Falsches. Also, wer nicht gerade Donkey ist, der darf da nicht rein. Oh! 75! Steht auch gar nicht, wie viel das ist, oder? Hm. 85. So. Ja, ja, ich zieh mal an dem Hebel. Es wird schon irgendwas Gutes passieren, oder? Machen wir mal den Fernseher da hinten an. So, jetzt wieder ein neues Minispiel für Donkey, ich sag's dir. Ah, klick. Ach, hoffentlich nicht so, wieder so ein schwieriges. Einfach eine Banane jetzt, komm, einfach eine Banane. Online. Checking. Starting. Auto Production. Oh. Haben wir jetzt die Produktion angestellt? Yep. Ah. Oh. Jetzt können wir in dem Raum auch endlich was machen. Wir haben ja da schon etliche Schalter betätigt. Und die sind auch schon alle aktiviert, außer Chunkies. Und dieses Ding öffnet sich auch noch. Eieieiei. Oh. Und es gibt eine Banane für Donkey, die erste. Die ist doch hier jetzt, oder? Ja. Da ist sie. Wow. Gratulation an Donkey Kong. Donkey hat seine erste Banane endlich in diesem Level gefunden. So, das war's auch hier schon, ne? Dann switche ich mal schnell zu Lanky. Weil da ja gerade überall Bananen für ihn waren. Jupp. Und ja, ich würde sagen, wir stellen das trotzdem erstmal hinten an, dass wir in den Produktionsraum gehen, weil wir waren ja jetzt gerade noch ganz hart mit Erkunden beschäftigt. Jupp. Hier müssten noch Bananen für Lanky sein. Genau. Oh, erst die 15. Wo kann man denn jetzt gucken, wie viel Bananenmünzen man hat? 10 Bananenmedaillen. Also wir brauchen noch 5 Bananenmedaillen und kriegen wir irgendwas Cooles bei Cranky. Er hatte ja gesagt, wir brauchen 15 Stück. Ja. Ja, dann gehe ich mal hier erstmal auf Bananensammeltour. Ich kann ja nochmal überall reinluschern. Was ist das denn hier für ein Raum? Oh, war das Posaune? Da war Posaune, ja. Mach mal Musik. Dann ist das ja der Lanky-Raum. Oh yeah. Super, dann sind wir hier in einem neuen Raum. Und es geht wieder um Musik, schätze ich mal. Hier sind so Noten. Da ist ein Ballon. Komm her, Ballon. Ich glaube, du bist ein bisschen nah an dem
Ah, der kommt schon wieder hierher und dann schieße ich ihn ab. Ach, du bist ja ein gewitzter Bursche. So, also diesen Schalter hier aktivieren und dann... Du bist doch musikalisch, Alex, oder? Ungefähr so wie die beiden. Und jetzt? Also gelb. Das ist ja alles in Farben kodiert hier. Dann blau. Das ist das Röps-Piano hier. Ultra. Das ist immer das Beste. Das ist Memory mit den Tönen. Das fand ich auch ziemlich gut, Belenki. Das hatten wir, wo hatten wir das denn? In dem Pyramiden-Level da. Ich packe meinen Koffer mit gelb, blau, gelb, lila und grün. Oh, ich verkack das gleich, Timo. Du musst mir helfen, ne? Ja, ich erkenne da so ein Muster. Es ist immer das Gleiche, es kommt nur etwas dazu. Und jetzt ein E, bitte. Ein E. Ultra gutes Spiel, ey. Wir schmeißen uns hier gerade richtig weg. Du hast das im Blick, was hier gerade passiert ist, ne? Du musst das können. Ja, du hast doch gesagt, du merkst dir das auch an. Ja, ja, natürlich. Lila. Grün. Und dann kam gelb eben, ne? Ja. So reicht jetzt. Ich will meine Banane. Man kann sich halt auch echt nicht konzentrieren hier, wenn die immer rülpsen. Oh man, gelb, blau. Gelb. Shit, was kam jetzt? Jetzt kam lila. Dann grün. Jetzt kommt wieder gelb. Und dann rot, ne? Ja. Jetzt kommt noch irgendwas mit F, ich sag's dir. Nein, jetzt kommt die Banane. Tatsache! Schon fertig. Super. Haben wir das Röps-Spiel... Wo ist die denn? Ach da. Haben wir das Röps-Spiel hinter uns gebracht. Ja, saugut. Genau wie das Furz-Memory. Ja. Gut, gehen wir weiter Bananen sammeln. Bananen sammeln, denke ich. Nicht gegen die Wand laufen. Hoppla, habe ich vergessen. Entschuldigung. So, was ist hier für ein Raum? Nochmal rülpsen? Ne, hier ist was für Didi. Oh, meine Blaupause. Hallo. Bam. Und noch eine Banane. Da war ein kurzer Lag. Entschuldigung. Sind hier noch mehr Bananen? Hier sind auf jeden Fall noch welche für Tiny. Das war der Zweierschalter, ne? Ja, ich gehe dann jetzt mal die Blaupause abgeben, würde ich sagen. Ja, du kannst auch sonst noch... Oh. Das mache ich dann gleich. Das machst du dann gleich. Ja, das ist nämlich cool, dass das hier alles über die Schalter verbunden ist. Dann braucht man einfach nur 3 Schritte gehen und ist dann schon immer da, wo man hin will. Deswegen dachte ich, mache ich das jetzt schnell. Jo, mach das. Damit Lanky in Führung geht übrigens. So, Snide sagt wieder, dass das alles cool ist und wir eine neue Banane kriegen. Mit diesem lustigen Finger. Oh Mann, ey, das quietscht auch alles total schlimm. Das ist die Rülps-Banane. Jawohl. Boah, das ist schon die 2. Banane diese Folge. Ne, die 3. sogar, oder? Mit Donkey hatte ich auch noch eine am Anfang geholt. Bei so vielen Bananen zähle ich schon gar nicht mehr mit. Alter Falter. Das ist die heftige Bananenfolge hier. Irgendwann muss ja mal was passieren.
was wolltest du vorschlagen, was ich machen kann? Ach, geh einfach mal zurück wieder über den Zweierschalter. Oh nein, ich krieg erstmal eine gewischt. Klatsch. Du bist Viecher. So, okay, über den Zweierschalter, der ist hier. Hier, Lanky. Hoppla! Ja, und dann? Und dann kannst du mal daher, ungefähr dahin gehen. Also zum Start meine ich. Zurück. Ach genau, da waren noch Münzen. Jo. Richtig, gut, dass du das sagst. So, aber unten waren nur welche für Didi, richtig? Genau. Und die haben wir, glaube ich, auch schon. Ja. Okay, das war's hier mit Lanky, oder? Das war's. Ich würde sagen, du machst jetzt mit Tiny nochmal weiter hier. Jo, mache ich gern. Und zwar, da hinten sind ja Bananen für sie. Hier, da. Und sind sie gerade da hinten im Bild. Ich sehe sie. So, ich gebe den Controller ab an Timo. Und es geht weiter mit Tiny. Yay! Lauf mal nicht so schnell, ich muss erstmal auf der Karte checken, wo du bist. So, Stift ist aktiviert. Okay, ja. Alles klar. Ein Schalter für Donkey und ein... Wir sind auf... Hier ist auf jeden Fall noch was für Donkey. Und oh, guck mal auf dem Reifen hier links. Also hier ist ein Schalter für Donkey, genau. Auf dem Reifen? Ja, guck mal, da ist doch so ein Reifen. Da ist das Rare-Zeichen drauf. Das ist das Logo von der Firma, die Donkey Kong Country-Teile gemacht hat. Alles klar, dann laufen wir da direkt mal rein. Ja, und wir müssen uns merken, hier müssen wir nochmal mit Donkey hin. So, und jetzt? Ja, jetzt kannst du dich wieder groß machen, oder? Obwohl, nee, warte mal erstmal, da musst du noch durch. Voll die Rennstrecke hier, ne? Ja, ist hier noch was? Ich glaube nicht. Aber ich wette, am Ende wartet eine Banane auf dich. Oh nee, ist das jetzt wieder ein Rennen? Oh ja. Super cool. Gegen ein Krokodilauto. Schicker Flitzer, Tiny. Komm, wir fahren um den großen Preis der goldenen Banane. Willst du gewinnen, musst du nach 2 Runden führen und 10 Münzen gesammelt haben. Drücke Z, um zu beschleunigen. Gebrauche den Analogstick, um die Bahn zu wechseln. Mit A kannst du tricksen. Los geht's! Ich sehe schon, 25 Minuten diese Folge und wir werden es nicht geschafft haben. Okay, was heißt denn tricksen? Oh, achso. Ich mach doch den Analogstick nach rechts. Achso, da. Ach, da ist er. Lala. Hast du schon Tricksen ausprobiert? So, ich weiß gar nicht, wann eine Runde zu Ende ist. Das ist so schnell. Das ist ein bisschen wie Episode 1. Ist immer noch Runde 1. Aber es ist voll witzig, hier so ein bisschen Carrera-Bahn fahren. Mhm. Das erinnert einen auch stark an seine Kindheit, würde ich sagen. Also mich zumindest erinnert das so ein bisschen an meine Kindheit. Okay, du hast, Oh, pass auf! Oh nein! Ich wollte gerade sagen, du hast die Münzen im Sack. Aber naja, ich sag lieber nix. Sag mal lieber nix. Noch ist nichts entschieden hier. Ach. Okay, und zack. Ja, nein. Nein? Nicht ganz. Hättest du in der Spur bleiben sollen. Ja, du bist auf jeden Fall in Runde 2. Und brauchst noch 3 Münzen. Okay, ich glaube, das wird jetzt eng. Ich glaube auch. Ja, aber das sieht ja machbar aus. 2 Münzen, wenn möglich noch. Ich weiß gar nicht, ob noch 2 kommen. Nee. Nee. Aber du hast auf jeden Fall schon mal den Stift weggeschmissen. Nee, das war ich. Ja, das sieht ja machbar aus, ne? Das schaffst du noch diese Folge. Muss nur aufpassen, dass du nicht in die TNT-Fässer fährst, oder? Ja, ich versuche das zu sehen. Diesmal achte ich drauf. Habe ich natürlich letztes Mal auch schon gemacht, aber ich war ein bisschen zu doof. Bumm! Geht ja gut los.
Ja, also wenn, solange du nicht in die TNT-Fässer fährst, müsste das eigentlich relativ gemütlich gehen. Du musst natürlich diese DK-Dinger, die Sterne, musst du natürlich mitnehmen. Aber Münzen sollte man eigentlich genug mitkriegen auf dem Weg. Halt, solange man nicht in die TNT-Fässer fährt. Oh, pass auf, TNT-Fass. Hab ich gesehen. Gut aufgepasst. Ah, sehr schön. So, Runde 2 hat gerade angefangen. Und wenn du so weitermachst, hast du auch genug Münzen. Boah, das war knapp. Das war knapp, in der Tat. Ich meine, du kannst natürlich trotzdem Münzen auf Puffer sammeln, weil 3 verliert man ja bei so einem Zusammenstoß. Pass 1, pass auf. Sehr schön. Okay. So, wenn ich das richtig sehe, kannst du dir sogar gerade einen Zusammenstoß leisten. Was nicht heißen soll, dass du das tun solltest. Ach, überholt mich doch bestimmt. Nein, nein, du kriegst gerade die Sterne ganz gut mit immer, den Turbo, und da hast du es geschafft, locker. 13 Stück. Super. Eieieiei. Wunderbar, wieder eine Banane verdient. Das ist jetzt schon die 4. Banane, diese Folge, ne? Nein, welche Schande, von einem Affen geschlagen zu werden. Wenn du niemandem auf der Rennstrecke davon erzählst, gebe ich dir diesen Preis. Oh. Muhaha, ich erzähle es trotzdem. Nein! Gleichstand! Lenky sollte doch in Führung sein. Niemals! Okay, ja, willst du dich mal zu einem Wechselfass verkrümeln und in der nächsten Folge gucken wir mal weiter? Jupp, yep. Ich laufe ja noch mal einmal raus. Ja, das ist super. Ich verabschiede mich schon mal für diese Folge. Alex verabschiedet sich schon mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Yep. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.